Moin Moin und hallo, herzlich willkommen bei Game 2. Heute widmen wir uns dem großen Thema Atomic Heart. Aber bevor wir euch sagen, was wir damit vorhaben, wollen wir uns erstmal einem anderen Thema widmen. Octopath Traveler 2 ist vielleicht ein bisschen weniger kontrovers, aber spaltet trotzdem die Gemüter. Denn während die einen das Spiel in den Himmel loben, sind die anderen, ja, weniger euphorisch. Zu welcher Fraktion Basti gehört, erfahrt ihr jetzt. Und zu welcher Fraktion gehörst du, Nils? Immer zu deiner? Ja, okay. Geil. Square Enix mag Nostalgie. Deshalb köcheln sie auch regelmäßig ihren abgestandenen Spielekatalog wieder auf, feiern ihre langlebigen Serien mit sich selbst feiernden Spin-offs oder legen sie gleich neu wieder auf. Ein weiterer Trend sind Spiele, die nicht alt sind, aber sich ein bisschen so anfühlen sollen. I'm Setsuna, Triangle Strategy und natürlich Octopath Traveler. Und damit kriegen sie so ewig gestrige Wimmich leider einfach. Octopath Traveler kam beispielsweise so gut an, dass daraufhin nicht nur viele weitere Spiele die schicke 2D-3D-Pixel-Art-Engine aufgriffen, sondern jetzt auch ein zweiter Teil erscheint. Und der bleibt der Nostalgiekeule so treu, dass sich im ersten Moment alles sehr vertraut anfühlt. Aus den namensgebenden 8 Heldinnen und Helden wählt ihr euch euren Liebling, dessen Geschichte den Anfang macht und er fortan nicht mehr ausgetauscht werden kann. Nach und nach sammelt ihr wahlweise noch die anderen Figuren ein und folgt den einzelnen, recht getrennt voneinander erzählten Stories, was letztlich irgendwann in einem großen Finale mündet. Soweit, so vertraut. Und auch wenn ihr zum ersten Mal euren Fuß in einen Dungeon oder die Welt außerhalb von Städten setzt, begrüßt euch ein alter, fast vergessener Bekannter, der Zufallskraft! Ja, auch schön, dich wiederzusehen. Scheint ja ganz auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Gut, jetzt wo wir uns ausgesprochen haben, wir müssen über Octopus Travemünde 2 sprechen. Aber warum denn? Naja, wir haben ja damals schon über den ersten Teil geredet. Du erinnerst dich? Das ist doch nur ein Versuch, so ewig gestrig wie dir Geld abzuknöpfen. Das sieht voll aus wie Final Fantasy 6. Ah! Naja, aber... Ja. Tja, und weil sich Teil 2 auch wieder erdreistet, sich an meine Genialität anzubiedern, muss ich da auch ein Wörtchen mitreden. Ja, okay. Ja, komm, mach erst mal weiter. Gut, also im ersten Moment mag man denken, dass das hier genauso wie Teil 1 aussieht. Aber das trügt, denn im Vergleich ist es nochmal eine ganze Ecke hübscher. Die Umgebungen sind trotz grober Pixel wahnsinnig detailliert ausgeschmückt, die Architektur wirkt plastisch, die Lichtstimmung lebhaft und generell wird mehr mit Bildtiefe und unterschiedlichen Kameraperspektiven gearbeitet. Und auch das Design hat einen ordentlichen Satz nach vorn gemacht. Gerade Städte wirken nicht mehr so wie flach aneinandergereihte 0815 Fantasy-Blockhütten, sondern winden sich um Berge oder stemmen sich massig als industrielle Großstadt in die Höhe. Das ist alles nochmal ein bisschen atemberaubender als beim Vorgänger und klingt dank des fantastischen Soundtracks mindestens genauso gut. In Sachen Storytelling scheint Octopath 2 auch dazu gelernt zu haben. Wo damals die 8 Origin-Stories alle schrecklich ähnlich waren und immer ein super krass schlimmer Schicksalsschlag den Charakter zum Ausziehen in die große weite Welt bewegt hat, wirkt das hier viel natürlicher. Zwar gibt es auch so typische Rachedramen wie bei Samurai Hikari, der nicht nur seinen Vater, sondern auch die Herrschaft über seinen Clan verloren hat. Aber bodenständige Geschichten kommen auch vor. Wie beispielsweise die von Aknea, die einfach nur deshalb loszieht, weil sie eine berühmte Tänzerin werden will. Und die Storys sind jetzt auch viel schöner verpackt. Jede wichtige Unterhaltung gibt's wahlweise in englischer oder japanischer Sprachausgabe und die ist weitestgehend richtig gut. Nice work! Durch Kamerabewegungen kommt ein bisschen mehr Dynamik auf und immer wieder gibt es nette inszenatorische Ideen. Eine nette Idee wäre auch, wenn du mal Luft holen würdest. Wieso? Stimmst du mir nicht zu? Doch, schon. Ja, siehst du. Aber du liegst natürlich trotzdem falsch. Das Problem ist, dass das Glück nicht lange anhält. Nach ein paar Stunden zerbröselt der gute Ersteindruck wie ein Glückskeks in der Hosentasche. So unterschiedlich die Geschichten sind, so schwankend ist auch deren Qualität. Da guckst du gerade noch stolz die HBO-Serie zu The Last of Us und sagst, wow, Videospiele erzählen tolle Geschichten. Und dann guckst du hier rein und siehst Abziehbilder von Bösewichten, die du an ihrem super bösewichtigen Hua-Hua-Hua erkennst. Oder Charakterentwicklungen, die einfach aus dem Nichts kommen. Guck, da ist er erst sauböse. Don't spout nonsense. I'm not helping them. Und da im nächsten Moment total schmusig. Hold on now. You're too injured. I'll go. Hinzu kommt, dass die Heldinnen und Helden auch wieder komplett random zueinander finden und so viel Zusammenhalt haben wie eine Würstchenkette, die du gerade als Abstöpsel benutzt. Yeah! Kommst du in eine Stadt, in der ein neuer Charakter auf dich wartet, ist dessen zweite Frage direkt, ob er sich dir anschließen darf. Obwohl er dich gar nicht kennt und du ein verrückter Axtmörder sein könntest. What? Und seine komplette Lebensgeschichte erzählt er ja auch noch.
Habe ich dir eigentlich schon von meiner Familie in Tokio erzählt? Nee, krass. Echt? Eine Familie in Tokio? Habe ich dir aus gutem Grund nicht erzählt, weil ich dich nicht kenne, nicht kennenlernen will und du wahrscheinlich die letzte Person auf diesem Planeten bist, der ich irgendwas aus meinem Privatleben erzählen würde. Ich hasse dich. Siehst du? Das war eine realistische Unterhaltung. Was auch immer noch nervt, der Rest der Gruppe kommt in den Story-Abschnitten der einzelnen Charaktere überhaupt nicht vor. Außer bei Kämpfen. Da sind sie dann plötzlich wieder da. Wie soll man denn so eine Beziehung zu denen aufbauen und eine Teamchemie entstehen? Das ist JRPG 1x1. Und Octopoops Tralala 2 hat wohl vergessen, wie man rechnet. Yeah, smart, huh? Auf jeden Fall habe ich damals schon bessere Geschichten erzählt. Zum Beispiel bei Chrono Trigger, Final Fantasy 6 oder... Secret of Mana? Deine Geschichte wird auch nicht besser, je länger sie läuft. Hey! Ja. Also damit tust du sowohl mir, als auch Secret of Mana, als auch Octopath 2 echt Unrecht. Die Charaktere reden nämlich untereinander. Zum einen gibt's wieder die etwas aus dem Nichts kommenden optionalen Dialoge, zusätzlich aber auch neue Wegkreuzungs-Sidequests. Bei denen werden zwei Figuren gleichzeitig auf eine Mission geschickt. Dabei kommt eben doch ein bisschen Teamdynamik auf und man merkt einfach, wie viel Potenzial in Story und Truppe steckt. Oh. Aber ja, um das voll auszuschöpfen, müsste alles ein Ticken geradliniger erzählt werden und Charaktere dürften nicht optional sein. Du gibst mir gerade recht. Ich hoffe, dir ist das klar. Aber über alle Zweifel haben, ist auf jeden Fall das Gameplay. Die Kämpfe funktionieren ähnlich wie im ersten Teil. In jeder Runde erhalten die Charaktere einen Boostpunkt. Bis zu 3 davon können für gestärkte Skills oder mehrfache Angriffe eingesetzt werden. Attackierst du die Schwachstellen der Gegner, reduzieren sich deren Schildpunkte. Fallen die auf 0, sind sie kurz betäubt und anfälliger für Schaden. On top kommt die neue latente Kraft, die sich im Kampf langsam auflädt und hinter der sich zusätzliche Fähigkeiten verbergen. Dadurch bietet sich enorm viel taktischer Spielraum und gerade die Bosskämpfe können schön fordernd sein. Und hey, ich wünschte manchmal, du hättest auch einen Ausknopf. Ja, die Kämpfe sind nett. Da hast du ausnahmsweise mal nicht komplett daneben gelegen. Aber was du unterschlägst ist, dass sie das Spiel den Spaß daran auch schnell wieder austreibt. Grinden ist nämlich Pflicht. Schön stumpf Gegner hintereinander wegkloppen, damit die Charaktere, die du auf der Ersatzbank geparkt hast, für ihre Story-Kapitel stark genug sind. Die kriegen vom Erfahrungspunktekuchen ansonsten nämlich nichts ab. Was saudumm ist, weil man die unnötige Lebenszeitverschwendung super leicht hätte verhindern können. So wird hier aber nur eins verhindert, der Spielspaß. What a waste of time. Okay, ja, da hast du einen Punkt. Aber dafür ist das Erkunden viel spannender. Weil es endlich genug zu entdecken gibt und auch mal mehr passiert als nur die übliche Abzweigung mit Kiste links oder rechts von der einbetonierten Geraden. Da kannst du dich jetzt an Stegen auf Kanus setzen und Gewässer erkunden, optionale Dungeons entdecken oder Gildenmeister und Altare finden, die den Charakteren eine zweite Klasse und zusätzliche Skills eröffnen. Und das kratzt gerade mal an der Oberfläche. Später kannst du dir beispielsweise auch noch ein Schiff kaufen und die Meere erkunden. Das ist toll. Mhm. Und weißt du, was dabei nicht so toll ist? Was? Zufallskämpfe! Geht das schon wieder los? Aber mit Volldampf und Karacho, Freundchen. Spaß beim Erkunden geht eben anders. So werde ich halt immer wieder unterbrochen. Und das nervt. Oh, guck mal, da links ist was Interessantes. Ich glaube, da gehe ich doch gleich mal hin. Zufallskampf! Gehst du in die andere Richtung? Zufallskampf! Und da vorne? Das sieht auch interessant aus. Lass mich raten. Zufallskampf! Nervt nicht. Ich meinte, dass da vorne eine unsichtbare Wand ist. Davon gibt's nämlich auch echt eine nervige Menge. Und das ist dann noch das Problem, dass Octopath 2 spielerisch so abwechslungsreich ist wie Schattenboxen. This is so boring! Toll, dass die Charaktere allesamt Fähigkeiten besitzen, mit den NPCs der Spielwelt zu interagieren. Aber wenn der Priester beim Verhören den Leuten erstmal Backpfeifen gibt, ist das nicht nur inhaltlich fragwürdig, sondern eben auch spielerisch lahm. Und das gleiche gilt auch für den Spielablauf in der Hauptstory. Da wird nämlich schön alles durch Questmarker tot erklärt, damit wir ja nicht unseren Kopf anstrengen müssen. Da muss unser Prügelpriester beispielsweise ein Mord aufklären, indem er Spuren analysiert und anschließend den Vorfall rekonstruiert. Klingt spannend, spielt sich aber wie Malen nach Zahlen. Jedes krümelige Beweisstück wird von einem fetten Kreuz markiert. Hinlaufen, Taste drücken, tada, du bist ein krasser Meisterdetektiv. Die einzige Abwechslung kommt dann eben wieder durch die Kämpfe. Ich hätte mir aber gewünscht, auch außerhalb mal gefordert zu werden. Und dann sag mir noch einmal, dass das ein geiles Game ist. Pah. Ja, verdammt, du hast ja recht. Das ist nur so traurig, weißt du? Alles an Octopath Traveler 2 sieht so toll aus, aber je länger ich spiele, desto leerer und liebloser fühlt es sich an. Wie so ein Bonbon, aus dem vorher schon jemand die Füllung gelutscht hat. Ugh, gross. Vor allen Dingen, ich bekomme ja auch mit, dass sich da im Netz die Lobeshymnen überschlagen, aber
Ey, wenn ich ehrlich bin, macht Teil 2 halt nur so ein paar kleine Trippelschrittchen nach vorn, während so Spiele wie Chain Echoes ganze Mechaniken des Genres umkrempeln. Da reicht mir das hier einfach nicht mehr. Nach dem tollen Einstieg durch die ersten 2-3 abwechslungsreichen Geschichten war ich echt hyped. Aber je länger ich spiele, desto ernüchterter und trauriger wird es einfach. Ich mag's einfach nicht. Und das, obwohl ich gern würde. Und das macht mich so traurig. Tut mir leid. Hätte ich gewusst, dass das dir so nah geht? Komm, ich lass dich eine Runde Secret of Mana spielen, dann ist alles vergessen. Danke, das ist lieb. Jetzt geht's mir auch schon gleich wieder besser. Ich glaube, ich hab's vergessen. Nichts gibst, du Waschlappen! Ich hab dir doch gleich gesagt, dass du dir bist, die spielen sollst. Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu den News. Videospiele werden jetzt olympisch, und zwar in Form der Olympic Esports Series 2023. Hört sich erstmal wie eine coole Sache an, allerdings sorgen die vorgestellten Spieldisziplinen für Verwirrung. Das Internationale Olympische Komitee, kurz IOC, startete am 1. März 2023 still und heimlich in die Qualifikationsrunde der Olympic Esports Series. Doch wer jetzt an bekannte Namen wie CSGO, League of Legends oder Dota denkt, wird sich wundern. Denn die insgesamt 9 Disziplinen bestehen aus Spielen wie Tennis Clash, Virtual Regatta, WBSC E-Baseball, Power Pros oder Virtual Taekwondo. Wenigstens gibt es mit Gran Turismo 7 und Just Dance immerhin 2 Spiele, von denen man schon mal gehört hat. Als Grund für die kuriose Auswahl führt das IOC an, man möchte vorrangig mit Spielen arbeiten, die auch tatsächlich an klassische Sportarten angelehnt sind. Das mag nachvollziehbar sein, aber wenn die Spiele niemand kennt, ist das auch nur mäßig spannend. Wer sich dennoch zur Teilnahme berufen fühlt, hat noch bis zum 15. Mai 2023 Zeit, sich zu qualifizieren. Und was sonst noch so in der vergangenen Woche passiert ist, hau ich euch jetzt schön komprimiert um die Ohren. Und zwar im Ticker. Finstere Aussichten. Die schlechten Nachrichten um Beyond Good and Evil 2 reißen nicht ab. Zum einen wurde kürzlich Guillaume Carmona, Geschäftsführer von Ubisoft Montpellier, entlassen. Und zudem sieht sich das Studio mit arbeitsrechtlichen Ermittlungen konfrontiert. Grund dafür seien ungewöhnlich hohe Zahlen Burnout-bedingter Krankmeldungen. Eine neue Herausforderung. From Software überraschte auf Twitter mit der Ankündigung des ersten DLCs für Elden Ring. Doch mehr als dass sich Shadow of the Erdtree 3 derzeit in der Entwicklung befindet, ist nicht bekannt. Persönliche Weiterentwicklung. IO Interactive, das Studio hinter der Hitman-Reihe, schlägt neue Wege ein. So wird aktuell an einem Online-Fantasy-Rollenspiel gearbeitet und somit ein Abstecher in ein völlig neues Genre gewagt. Gut Ding will Weile haben. Obwohl die PS5-Version von Final Fantasy XVI nur an eine 6-monatige Exklusivität gebunden ist, wird die PC-Fassung wohl noch länger auf sich warten lassen. Wie Produzent Naoki Yoshida behauptet, sei diese Zeitspanne für Optimierung einfach zu knapp. Beliebter Survival-Horror. Das Studio Endnight Games gab auf Twitter bekannt, dass sich Sons of the Forest innerhalb der ersten 24 Stunden bereits über 2 Millionen Mal verkauft hat. Und das trotz Early Access-Status. Herzlichen Glückwunsch! Ach übrigens, Mortal Kombat 12 soll noch in diesem Jahr erscheinen. Das erwähnte David Zaslav, CEO von Warner Bros. Discovery, beiläufig bei einer Telefonkonferenz zum Quartalsergebnis. Geduldurs Gate. Auf Nachfrage der Fans, warum Baldur's Gate 3 zwar für PS5, aber nicht für Xbox Series angekündigt wurde, führten die Larian Studios technische Gründe an. Die Xbox-Version sei zwar in Arbeit, allerdings habe man noch Probleme damit, den Splitscreen-Koop-Modus auf der Series S ähnlich gut laufen zu lassen wie auf der Series X. Gleich kommen wir zum Review von Atomic Heart. Aber erstmal steht noch ein anderes, ernstes Thema im Raum. Denn, ihr habt es sicherlich mitbekommen, zu diesem First-Person-Shooter gibt es aktuell reichlich Trubel. Zahlreiche Artikel und Kommentare im Internet widmen sich aktuell der Geschichte des Entwicklers Manfish. Videos rufen zum Boykott von Atomic Heart auf, andere verteidigen das Spiel. Und selbst die ukrainische Regierung will die Verkäufe stoppen. Wir haben versucht, möglichst viele Informationen zusammenzutragen, um euch einen Überblick zu verschaffen. Zur Erinnerung. Vor einem Jahr, am 24. Februar 2022, begann die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin befohlene Invasion in die Ukraine. Die Eskalation eines seit Jahren währenden Konflikts beider Länder. 12 Monate später findet dieser schlimme Krieg kein Ende. Manfish ist ein Studio mit russischen Wurzeln. Deswegen haben sicherlich einige Spielerinnen und Spieler, die Atomic Heart auf dem Schirm haben, auf eine Reaktion und ein Statement zum Krieg gehofft. Manfishs Reaktion ließ lange auf sich warten.
Auf Twitter äußerte sich das Studio etwas wortkarg so: Leute, wir haben die Fragen zu unserer Position bei Manfish zur Kenntnis genommen. Wir möchten euch versichern, dass Manfish ein Entwickler und Studio mit einem globalen Team ist, das sich auf ein innovatives Spiel konzentriert und unbestreitbar eine Pro-Friedensorganisation gegen Gewalt gegen Menschen ist. Das ist erstmal vage. Deswegen wollen wir zuerst folgende Frage klären. Warum positioniert sich Studio Manfish nicht eindeutig gegen den Krieg? Das Statement stieß nämlich vielerorts auf Kritik. Diese ist einerseits verständlich, andererseits darf man aber auch nicht die Position vergessen, in der sich viele russische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Manfish befinden. Eine klare Positionierung gegen den Krieg kann hohe Geld- oder sogar Gefängnisstrafen nach sich ziehen. Das bestätigte uns auch Sebastian Hoppe, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Politik des Osteuropa-Instituts der Freien Universität Berlin. Selbst wenn man nur vom Krieg spricht, kann das Konsequenzen haben, denn Wladimir Putin verharmlost den Krieg als militärische Spezialoperation. Unter diesen Umständen sollte diese schwammige Reaktion zumindest keine Überraschung sein. Vielleicht ist sie sogar nachvollziehbar. Dann wäre da aber noch der Schauspieler Alexander Lomow, der Hauptfigur P3 in Atomic Heart seine Stimme und sein Gesicht leiht. Durch die Hashtags in diesem Post auf Instagram aus dem letzten Jahr positioniert er sich schon sehr deutlich pro-russisch und für den Krieg. Aber natürlich darf man nicht den Fehler machen, alle am Spiel beteiligten Personen in einen Topf zu werfen. Komponist Mick Gordon äußerte in einem Statement seine Unterstützung für die Ukraine und kündigte an, sein Honorar am Spiel zu spenden. Kommen wir zur zweiten wichtigen und ähnlich komplexen Frage. Hat Manfish noch Studios in Russland? Wirft man einen Blick auf die Homepage von Manfish, liest man im Über-uns-Bereich, dass im Jahr 2017 ein Team von Gleichgesinnten auf Zypern das Manfish-Studio gründete. Und auch im Interview mit WCCFTech wird CEO und Game Director Robert Bagratuni zitiert, dass sich Atomic Heart seit 2017 auf Zypern in der Entwicklung und Planung befindet. Etwaige Einträge im Internet zeigen, dass Paphos auf Zypern als Manfishs Hauptsitz aufgeführt wird und einige der Gründerinnen und Gründer von Manfish geben Ähnliches an. In unserer Recherche in Zusammenarbeit mit Jan-Hendrik Wiebke, Osteuropa-Experte beim Funk-Rechercheteam, stießen wir aber auf einige Ungereimtheiten. In der Vergangenheit war nämlich oft von einem russischen Studio die Rede und das auch nach 2017. Zum Beispiel in dieser Meldung von app2top.ru aus dem Jahr 2018. Oder in dieser Meldung hier. Oder in diesem DTF-Artikel von Artemi Leonov, der seinen Besuch beim Studio in Moskau schildert. Da ist auch ein von Manfish genehmigtes Foto von einer Motion-Capturing-Session zu sehen. Es gibt auch Fotos auf dem Instagram-Account von Manfish aus dem Jahr 2020, die das Moskauer Studio zeigen, das errichtet wurde, weil, Zitat, die Kollegen nicht mehr zu Hause arbeiten können. Darüber hinaus wurden noch bis 2022 auf der Homepage des Entwicklers Manfish Stellenausschreibungen gelistet, die Moskau als Standort angaben. Wirft man ganz naiv einen Online-Kartendienst an, findet man Einträge in Moskau und St. Petersburg, aber nicht auf Zypern. Auf der Social-Media-Plattform LinkedIn gaben bis Redaktionsschluss 18 Personen, die beruflich in Verbindung mit Manfish stehen, als Standort Russland an und 10 die Metropolregion Moskau. Weil das alles so unklar ist, haben wir bei Publisher Focus Entertainment nachgefragt, ob und wo sich die Entwicklerstudios von Manfish befinden, aktuell aber noch keine Rückmeldung erhalten. Warum der Standort so wichtig ist, zeigt die dritte Frage. Unterstützt man mit dem Kauf von Atomic Heart den russischen Invasionskrieg auf die Ukraine? Das klingt erstmal mächtig plakativ. Bevor Russland im Herbst vergangenen Jahres Europa den Gashahn zugedreht hat, gab es reichlich Kritik an der Bundesregierung, weil bis zuletzt Gas aus Russland bezogen wurde. Im Artikel vom 19. März 2022 auf tagesschau.de sagt Dr. Janis Kluge, Russland-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, dass wir das russische Militär zwar nicht direkt, dafür aber gemeinsam mit anderen Importeuren den russischen Staatshaushalt finanzieren würden. Und aus dem russischen Haushalt wird auch die russische Armee finanziert. Nun kann man davon ausgehen, dass, wenn man ein Produkt eines russischen Unternehmens kauft und dieses Unternehmen in Russland Steuern zahlt, dann auch eine gewisse Summe in den russischen Staatshaushalt fließt. Und das bezieht noch gar nicht die Tatsache ein, dass Manfish neben Tencent und Gaijin Entertainment mit GEM Capital einen Investoren an Land gezogen hat, der nicht nur in Videospiele investiert, sondern auch in Öl und Gas. Und der mit Ex-Gazprom-Manager Anatoly Pali, der vom russischen Staat gestützten VTB-Bank als Finanzpartner und einem Hauptsitz in Paphos, derselben Stadt auf Zypern, in der auch Manfish beheimatet sein soll, in vielen Quellen schlicht als russisch bezeichnet wird.
Auch hier haben wir nachgefragt, wie die Beteiligung der Investorenfirma GEM Capital genau aussieht, warten aber noch auf eine Antwort. Ein Jahr später, an jenem Tag, an dem der russische Präsident Wladimir Putin in seiner TV-Rede den Angriff auf die Ukraine ankündigte, veröffentlichte Manfish Atomic Heart. Ein Projekt, das sich 5 durchaus turbulente Jahre in Entwicklung befand. Und viele Leute haben daran gearbeitet, die sicherlich einfach nur ein gutes Spiel produzieren wollten. Die ganzen Kontroversen hinterlassen trotzdem einen faden Beigeschmack. Weil es auch einfach so viele sind und es nicht genügend Antworten gibt. Wir hoffen, wir konnten zum Kontext von Atomic Heart ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen, denn jetzt wollen wir uns endlich um das Spiel selbst kümmern. Und auch da gibt es viele Fragen und auch da ist es manchmal gar nicht so einfach, die zu beantworten. Kuro hat es zumindest mal versucht. Lässt man Soviet Luna Park VR mal außen vor, das mittlerweile eh nicht mehr auf Steam gelistet wird, kann man Atomic Heart als Studio Manfishs Erstlingswerk bezeichnen. Und dafür, Moment mal, sieht so das Spiel aus? Ist das die Grafik? Heiliger Bimbam, sieht das fett aus! Alter Verwalter, das sieht ja lächerlich geil aus! Und diese ganzen Details! Und wie viel im Intro los ist! Oh, ich kann mich gar nicht satt sehen! Und diese Welt! Da kommen ja direkt heftige Bioshock-Vibes auf! Ist das abgefahren! So retro! Und doch so futuristisch! Obwohl es 1955 ist! Und wir uns in der Sowjetunion befinden. Die Sowjetunion. Und dann ist da direkt am Anfang diese fette, propagandamäßige Parade. Da fühlt man sich ja schon etwas mulmig. Ich höre auch schon die Internetkommentare. Ja, aber Call of Duty ist doch nicht anders. Korrekt. Und als Modern Warfare 2019 beschuldigt wurde, die Geschichte zugunsten der USA umzuschreiben, hagelte es berechtigte Kritik. Und deshalb ist man auch bei Atomic Heart erstmal skeptisch, wenn man all das hier sieht. Es spielt zwar Wolfenstein-mäßig in einer alternativen Zeitlinie, doch die Verweise zur Realität sind genauso vielfältig wie zwiespältig. Einerseits bröckelt die glänzende Fassade der Sowjetunion im späteren Spielverlauf deutlich, andererseits stießen einige Leute im Internet auch auf Stellen im Spiel, die zumindest kritischen Interpretationsraum zulassen. Wie beispielsweise die Fotos auf diesem Brett hier, die die aktuell umkämpfte Stadt Donetsk in der Ukraine abbilden. In diesen Momenten verschwimmt die Grenze zwischen Realität und Fiktion, was Atomic Heart weniger gut zu Gesicht steht. Echt jetzt? Das ist ja komisch. Denn nur die Fiktion hieft die Story aus dem moralischen Dilemma. Gerade am Anfang präsentiert sich die fiktive UdSSR fast schon anmaßend als Paradies. Hilfsbereite Roboter erleichtern den Alltag an jeder Ecke. Ein neuronales Netzwerk mit dem Namen Kollektiv 2.0 soll grenzenloses Wissen praktisch über Nacht ermöglichen. Statt 24/7 zu malochen, das dürfen die Roboter, sollen die Menschen in der UdSSR mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben haben. Doch kurz bevor Kollektiv 2.0 an den Start geht, rasten die Roboter komplett aus. In der Rolle des loyalen KGB-Agenten P3 sollt ihr nun herausfinden, warum die Roboter mit dem falschen Pol aus der Ladestation gestiegen sind und wer dahinter steckt. Obligatorisch vorhersehbarer Plot-Twist inklusive. Dafür besucht ihr verschiedene Forschungskomplexe und seid auch in einer einigermaßen offenen Welt unterwegs. Aber warte mal. Darf ich mal kurz mit dieser Axt schwingen? Mhm. Fühlt sich ja schon ein bisschen behäbig an, oder? Und hier, wenn ich mal so einen Roboter vermöble? So richtig Wumms hat das ja nicht. Vielleicht auch halb so wild, es gibt ja genug andere Waffen. Hier, Flinte, Pistole, Laserpistole, Lasergewehr, weirdes Schwert. Die Auswahl ist üppig. Alle Waffen konnten wir leider nicht ergattern, denn irgendwann ließen sich in den Kisten nur noch bereits freigeschaltete Blaupausen finden. Riecht nach Bug. Schade. Da fällt mir auf, es gibt ja gar keine Taste zum Rennen. Dafür eine zum Dashen. Der lässt sich auch witzigerweise in der Luft einsetzen. Abgefahren. Dadurch weckt das Ganze Erinnerung an Doom. Aber in Doom haben die Waffen mehr Pep. Und man bleibt nicht an jeder Ecke hängen, so wie in Atomic Heart. Das berauschende Sci-Fi-Ballerballett erreicht Atomic Heart in dieser Form nicht, trotz McGordons segendumigen Soundtracks. Hier ist alles etwas hüftsteif. Aber sobald man nach den ersten paar Stunden im Forschungskomplex wieder die Oberfläche erreicht, öffnet sich die Spielwelt. Diese wunderschöne Spielwelt. Ah, oh, bei der Grafik kommt einfach Freude auf. An der frischen Luft darf man jetzt auch mal ein bisschen links gucken und ein bisschen rechts. Herrlich. Aber Vorsicht, überall lauern Roboter.
Und Kameras gibt es ja auch noch. Da hilft bestimmt ein Blick auf die Karte, um mal eine Übersicht zu bekommen. Okay, weiter rauszoomen lässt sich nicht. Schade, streichen wir das mit der Übersicht. Aber halt mal, wie viele Kameras werden mir angezeigt? 1, 2, 3, 4, 5, 19? 19 Kameras in einem Radius von was? 300 Metern? Und dann erzählt mir mein Handschuh-KI-Buddy Charles was von Schleichen? Kollektiv hat offenbar eine unverhältnismäßig hohe Anzahl Roboter in dieses Gebiet geschickt. Ich empfehle heimliches Vorgehen. Ja, leichter gesagt als getan. Wenn die zerstörten Kameras oder Feinde immer wieder von Drohnen repariert werden, es grundsätzlich von Robotern nur so wimmelt und diese dann auch noch zu allem Überfluss aufmerksamer sind als Basti, wenn mal wieder jemand in Hamburg Secret of Mana erwähnt. Markus, Kuro, weißt du eigentlich, was mein Lieblingsspiel für Super Nintendo ist? Nee, sag doch mal. Secret of... Evermore. Secret of Evermore. Was? Oh, wie heißt das? Mana. Tipo. Schönen Tag noch. Wer gerne schleicht, sollte diesen Gedanken bei Atomic Heart am besten direkt wieder knicken. Denn ein Dishonored ist das Spiel nicht. Ihr müsst oft weite Strecken zurücklegen, weswegen ihr lieber in eines der vielen roten Autos steigen solltet, was eine zarte Far Cry-Stimmung versprüht. Aber so ein richtiger Erkundungsreiz möchte einfach nicht aufkommen, weil der selten belohnt wird und die vielen Robofeinde wirklich nerven. Einzig die gelungenen Rätseleinlagen in Form der Testgelände stechen positiv hervor, weil ihr hier gescheit entschädigt werdet. Grundsätzlich funktioniert Atomic Heart spielerisch schon. Außer in den Momenten, in denen es nicht funktioniert. Zum Beispiel hier, wenn man eine halbe Stunde immer und immer wieder durch dieselbe Plattform fällt, die einen eigentlich an die Oberwelt zurückbringen soll. Oder wenn sich eine Tür nicht öffnet, weil das letzte Schmetterlingsmonstervieh plötzlich unbesiegbar wird. Oder wenn ihr eine bestimmte Stelle überschreitet und dadurch einfach die Unterhaltung abgebrochen wird. Einen Fabrikator hat Petrov trotzdem nicht in die Finger bekommen. Aber Noras Algorithmen wurden... Aber herrlich ehrlich, das verbuchen wir in der Pluspunkt-Kategorie. Scheinbar haben sich die Verantwortlichen bei Manfish in den Dialogen von Duke Nukem inspirieren lassen. Denn wenn die Gespräche mal nicht abbrechen, dann gibt es solche literarischen Schätze zu hören. Hey, legen wir hier doch einen Keks hin? Ja, ja, selbst Schlösser mögen Kekse, oder? Solche Sprüche penetrieren ständig unsere Ohren. P3 mag keine Roboter, okay. Aber muss er deshalb gleich ein so unsympathischer Holzkopf sein? Ach, das geht mir sowas von am Arsch vorbei. Na klar, man könnte sich jetzt beide Ohren zuhalten und sich über die 20+-Stunden Spielzeit einreden, dass die Dialoge halt trashig charmant sein sollen. Aber wenn wir schon das Wort penetrieren in den Mund genommen haben, ne? Et voilà, Bühne frei für Fabrikator Nora, den weirden Sexkühlschrank. Oh, was für ein Hengst. Hast du ein Schwert? Ein mächtiges Schwert? Stoß es tief in meine Buchse. Ein schnelles Stößchen mit deiner Axt ist nur ein Vorgeschmack, mein schöner Hengst. Okay, danke. Weiter mit der nächsten Stelle. Seite 47, Zeile 6. Ich erzittere. Spritzt ein Polymer in mich rein. Abfahrt! Wenn dieser Fabrikator wenigstens nur mal für einen kurzen Gag auftauchen würde, dann könnte man diese Begegnung vielleicht schnell wieder verdrängen. Aber an diesem sexuellen Belästigungskühlschrank werden neue Fähigkeiten freigeschaltet, von denen es echt eine ganze Menge gibt. Und ihr verbessert an dem Teil auch eure Waffen. Oder bastelt sogar neue. Man muss also immer wieder mit diesem notgeilen Fabrikator interagieren. Wo warst du denn so lange? Ich war so einsam. Aha. Furchtbar. Es ist so ärgerlich. In Atomic Heart wurden einige fragwürdige Entscheidungen getroffen. Aber es hat durchaus coole Ideen. Über die Funktion des Superhandschuhs, kleinere Objekte in bester Half-Life 2 Gravity-Gun-Manier durch die Gegend zu feuern, um die Überwachungskameras abzulenken, haben wir zum Beispiel gar nicht geredet. Aber mit jeder weiteren Stunde scheint es, als hätte Manfish versucht, von so vielen anderen populären AAA-Shootern wie möglich abzuschreiben. Musik.
Man wünscht sich bei Atomic Heart die ganze Zeit, ob man nicht vielleicht in eine andere Paralleldimension reisen könnte. Eine, in der es keine Kontroversen gibt, weil alle Menschen auf der Welt cool sind. Und wo die Gameplay-Inspirationen richtig geil ineinandergreifen und aus Atomic Heart den nächsten großen Shooter-Hit machen. Aber so, unterm Strich, hat Atomic Heart für uns einfach zu viele Red Flags. Sowohl spielerisch als auch inhaltlich. Und das war's schon wieder für diese Woche mit Game 2, aber wir haben noch eine kleine Challenge für euch. Unsere Esther ist nämlich gerade für 4 Wochen zu Gast in der Redaktion von Worldwide Wohnzimmer, also schaut doch in nächster Zeit mal auf deren Kanal vorbei, ob ihr sie dort irgendwo entdeckt. Und wir sind nächste Woche wieder für euch da. Wiedersehen. Reingehauen. Mhm. Wo ist sie denn, die Esther? Na, zeig dich.